Man kann sicherlich sagen, dass das literarische Wort, also das literarische Schreiben, nicht unmittelbar was bewirkt, außer in Ausnahmefällen, an bestimmten Schnittstellen der Geschichte, in Umbruchphasen, kann natürlich auch Majakowski oder so etwas dann auch unmittelbar die Massen ergreifen, ob zum Guten oder zum weniger Guten, lassen wir jetzt dahingestellt. Und damit kann die Literatur auch etwas weiterbringen. Aber im Allgemeinen ist die Literatur sprichwörtlich machtlos und bezieht vielleicht auch darin ihre Kraft. Denn langfristig hat gerade die Literatur, zumindest die Literatur, die überlebt, also die künstlerisch wertvoll genug ist oder sich eben hält, auch eine Wirkung. Zum Beispiel die Wirkung von Balzac war zu seiner Zeit sicherlich marginal. Ne? Aber heute kann man sich sozusagen den Habitus der Franzosen und das französische Lebensgefühl und auch sehr viele Ansichten durchaus mit Balzac in einen Zusammenhang bringen. Also das heißt, es gibt eine mittel- und langfristige Wirkung von guter Literatur, die dann auch den Habitus eines ganzen Volkes oder einer ganzen Region nachhaltig bestimmen kann. Und der Roman hat natürlich auch, weist eben darauf hin, es gibt einmal so einen Satz, wer sich mit der Vergangenheit nicht auseinandersetzt, droht sie zu wiederholen. Ne? Das merkt man natürlich auch in der Psychoanalyse, ist das Durcharbeiten und Bearbeiten überhaupt die Voraussetzung, dass man bestimmte Dinge nicht immer wieder macht oder sowas. Und das betrifft auch im Großen und Ganzen die Geschichte. Man muss Ereignisse, die in der Geschichte passiert sind und die auch vielen Leuten das Leben gekostet haben, um in Zukunft entsprechende Zivilisationsbrüche zu vermeiden, sich mit dem immer wieder auch in der zweiten, dritten, vierten Generation auseinandersetzen, um dann die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Tatsächlich gibt es Zivilisationsbrüche, wie zum Beispiel die Nazizeit oder die Shoah. Aber man kann ja auch weiter zurückgehen, etwa der 30-jährige Krieg. Der 30-jährige Krieg, es hat einen Soziologen gegeben, dessen Namen mir jetzt da nicht schnell einfällt. Er hat geschrieben, die verspätete Nation. Und da schreibt er, dass sich Deutschland, in den 20er Jahren, dass sich Deutschland von den Folgen des 30-jährigen Krieges noch nicht erholt hat. Und dass eine der Gründe des wilhelminischen Imperialismus des späten 19. Jahrhunderts auch in diesem Bestreben, endlich den Platz an der Sonne auch zu haben, weil für die Kolonialpolitik war es zu spät, die Welt war aufgeteilt, weil Deutschland durch die Verwüstungen des 30-jährigen Kriegs viel später gebraucht hat, um sozusagen zusammenzufinden als Frankreich und England. Es war alles schon besetzt und daher musste sozusagen, war eine der Folgen, wenn man will, nachhaltigen Folgen der Zerstörung des 30-jährigen Krieges, der Erste und der Zweite Weltkrieg, bis zu einem gewissen Grad. Also von daher soll man gravierende historische Ereignisse, vor allem barbarischer Natur, in ihrer Wirkung auf Zukunft nicht unterschätzen. Also ich bin ja eigentlich kein klassischer Grüner oder so etwas und habe ja so lange Zeit auch gedacht, dass die Umwelt, dass die Geschichte mit der Umwelt, also das weiß ich, dass der Lurch wichtiger ist als der Mensch. Ne? Also das hat ja auch manchmal so gewirkt. Inzwischen glaube ich schon, dass das Vergeuden und Ausplündern dieses Planeten von den Rohstoffen, von den Meeren und so weiter das größte Verbrechen ist, das gegenwärtig stattfindet. Und wenn wir hier nicht versuchen, mit den Ressourcen dieses Planeten besser umzugehen und damit auch sozusagen die Konzerne, die Trusts, die Gier nach immer mehr Ausbeutung und Profit zurückzudrängen, nicht nur auf den Bankensektor, sondern eben auch auf diesem Sektor. Jetzt ist gerade wieder, als wäre in Mexiko nichts passiert, machen sie genauso wieder diese Bohrungen in der Nordsee. Es wird wieder in Kauf genommen, dass dort alles verdreckt wird und Ähnliches. Und das ist keine vernünftige und nachhaltige
Umgehen mit den Ressourcen sind, hier wird sozusagen dem Profit alles untergeordnet. Und wenn man das nicht stoppt, dann wird es also schwierig werden auf diesem Planeten. Es gibt einen sehr schönen Satz bei Brecht, verlassen wir nicht als Gute diesen Planeten, sondern verlassen wir einen guten Planeten. Das heißt, es kommt jetzt nicht sozusagen auf die eigene Gutheit an, sondern es kommt darauf an. Und ich hätte halt ganz gern, wenn eine gewisse Vernunft, vielleicht auch erzwungen durch Notwendigkeiten einkehrt, mit den Ressourcen des Planeten vernünftig umzugehen, auch für die Enkeln und für die Nachkommen. Ich weiß nicht, Botschaft, ich bin kein Politiker, ich bin ein Schriftsteller, ich habe eigentlich in dem Sinn keine Botschaften. Besser gesagt, wenn man sich den Boten ansieht, dann transportiert er ja die Botschaft ohne dies in sich. Es ist halt nicht ganz so mein Thema, ich finde, dass es sehr wichtig ist und es gibt natürlich auch hervorragende Autoren, Autorinnen, die sich dem auch annehmen. Wissen Sie, dass man kann sich als Autor meistens die Themen nicht aussuchen oder zumindest, wenn man eine gewisse Leidenschaft hat, dann suchen die Themen einen. Und die Geschichte und die Art und Weise, wie mit Geschichte umgegangen wird, hat mich gesucht, um darüber zu schreiben, die sozusagen die geschundene Umwelt wird andere Autoren finden.